Hallo liebe alle, ich bin's wieder, eure Coco, mit einem neuen Projekt. Und ja, ich habe mich hier schon dreimal umgesetzt jetzt, weil bei mir ist es heute total sonnig. Und jetzt seht ihr mal meine kleine Werkstatt von der anderen Seite. Also es ist ja bei mir super, super schmal, wie ihr wisst, also irgendwie ein bisschen mehr als ein Meter. Und normalerweise guckt ihr ja mal in die Bäume. Ja, und das ist meine Wand hinter mir. Hier habe ich meinen Stuhl. Das ist auch so ein altes Schätzchen. Den will ich auch noch ein bisschen restaurieren. Aber im Moment finde ich ihn ganz süß. Einfach nur mit meiner Decke drüber. Und das passt. Ja, wie gesagt, ich bin hier am Rumknibbeln, weil es echt so sonnig ist. Es ist frisch, aber wenn die Sonne scheint, finde ich es einfach total schön. Ich habe euch heute ein kleines Video mitgebracht, was ich eigentlich, ja, ich hätte es wieder machen können, indem ich das mit euch zusammenbastel, aber das ist einfach wieder so gewachsen. Und zwar wird ein Freund von meinen Eltern am Wochenende 80 und meine Mama, die hatte mich gebeten, dass ich einfach eine nette Karte schreibe mit einem schönen Spruch und ja, was ich sagte, ich habe so eine schöne Handschrift und dann ist das einfach immer netter. Und da habe ich mir gedacht, nee, mit 80, 80 ist auch so eine Zahl. Meine Freundin, ihr erinnert euch, die ist ja 70 geworden und habe ich mir auch ganz viel Mühe gegeben. Und ich habe ganz liebe Eltern und die tun auch ganz, ganz viel für mich und für unsere ganze Familie. Und da habe ich gedacht, nee, die lasse ich jetzt nicht einfach so mit einer Karte losziehen. Die bekommen ein richtig tolles Geschenk für ihren Freund. Ja, der Horst wird 80, ist ein großer Fan von Wohnmobilfahren. Und er bekommt von meinen Eltern und den ganzen Freunden einen Gutschein zum Tanken, damit er wieder viele Kilometer gesund und munter durch die Gegend fahren kann. Und dann habe ich mir überlegt, was kann man so jemandem schenken, der Wohnmobil liebt, also natürlich ein Wohnmobil. Und zwar habe ich wieder mal gebastelt, ihr kennt den allseits bekannten Haarfärbekarton, den ich ja dringend mal wieder brauche, den habe ich weiß angemalt. Dann habe ich wieder unsere allseits beliebten Stangen. Wisst ihr noch, diese dicken Eisstiele, die dicken, ich sage immer Eisstiele, das sind ja keine Eisstiele. Die habe ich genommen und habe damit das Auto praktisch beklebt, dass es aussieht wie ein Wohnmobil. Hier oben drauf, ich gebe es ja wieder mal zu, ist eine alte Zigarettenschachtel. Und hier drunter aus schmalen Eisstielen einfach einen Dachgepäckträger gemacht. So, hier haben wir wieder die breiten Eisstiele. Wisst ihr was? Ich komme mal ein bisschen näher. Die breiten Eisstiele, da habe ich dann die Namen drauf geschrieben. Hinten ein Stück von den dicken Eisstielen und die Horst und 80. Hier wieder ein kleiner Korken. Einfach ein Loch reingebohrt mit einer dicken Schraube und das einfach nur wieder dran geklebt. Ach, das ist übrigens der Horst. So, damit habe ich mir richtig viel Mühe gegeben. Ich habe echt tatsächlich dann gegoogelt, wie sieht eigentlich ein Autobahnschild aus. Man fährt da immer so dran vorbei und irgendwie, ja, wenn man es dann malen will, findet man es nicht so schnell. So, da habe ich dann hier oben Gesundheit geschrieben und wo er überall abbiegen soll. Freunde, Familie, Glück. So. Und das ist natürlich wie immer, ihr kennt das ja schon, mein allseits beliebter Schuhkarton. Da hatte ich noch ein bisschen Füllmaterial und da kommt jetzt einfach der Tankgutschein rein. So. Angemalt habe ich das Ganze in Grau. Hier oben habe ich natürlich dann auch die Straßenmarkierung drauf gemalt, wie ihr seht. Und den Horst habe ich einfach, ich komme mal ein bisschen näher, den Horst habe ich ganz einfach aus einem Korken gemacht. Die Räder. Oh, ich habe so schlimme Fingernägel. Diese haben gestern so gelitten. Ich weiß gar nicht, welchen Finger ich nehmen soll, der nicht ganz so schlimm ist. Das sind, ich komme mal ein bisschen näher, das sind einfach Holzknöpfe. Die habe ich einfach ein bisschen angemalt. So vorne. Oh, hier, das seht ihr nicht. Ne, hinten habe ich das einfach ein bisschen Silber angemalt. Das fand ich passt ganz gut zum Schild. Vorne hier, das sind noch kleine Pompons.
die kennt ihr von unserem anderen Auto von Audrey. So, hier oben der Dachgepäckträger. Da oben habe ich einfach so ein bisschen Band. Das haben meine Mädels wieder weggeschmissen und ich habe es mir wieder aus dem Mülleimer geholt. Das war wohl mal irgendwo dran, habe ich gedacht, das nehme ich mit. Also ich finde es echt wieder total süß. Ist wirklich nicht schwierig, ganz ehrlich nicht. Hier habe ich einfach eine dicke Pappe genommen, habe das dann ein bisschen nachgemalt. Hinten drauf wieder unsere allseits bewährten Eisstäbe. Was ihr braucht, ist im Prinzip wieder nur, wie immer, ein paar Pappkartons. Ein bisschen Acrylfarbe. Ein bisschen Fantasie. Ein Korken. Und was man eigentlich noch so in der Ecke hat. Ach so, und wenn ihr mal irgendwie, ja, ich sag mal, euch verklebt, ist mir auch passiert. Und zwar hier habe ich den Reifen, habe ich ein bisschen zu viel von meiner Heißklebepistole genommen. Und habe ich dann einfach so ein bisschen Dekosteinchen draufgeklebt. Sieht aus, als wenn es so soll, sein soll. Ja, und ach so, das fand ich auch noch ganz süß. Hier habe ich dann noch so ein bisschen grün gemalt. Seht ihr, ne? So, dann sieht es aus, als ob diese Straßenschilder einfach noch ein bisschen grün haben. Und dann ist es nicht ganz so trist. Also ich finde, es sieht echt total klasse aus. Mir gefällt es richtig, richtig gut und ich hoffe, der Heinz freut sich. Ja, was könnte ich euch heute noch erzählen? Also ich plane so, jetzt rutsche ich auch noch ab, ich plane so einiges für die nächsten Wochen. Was ganz lustig ist, das steht jetzt leider hinter euch, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich glaube, es wird richtig, richtig lustig. Ich werde im Oktober 55 und habe eingeladen. Ich mache eine 60er-Jahre-Party. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich stehe total auf Verkleiden. Ich finde das immer so lustig, was die Leute sich dann alles anziehen und was sie für nette Accessoires haben und wie sie sich schminken. Und ich freue mich mega. Ich weiß nicht, das habe ich heute sogar schon erzählt. Ne? Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass wir mit unserem alten Weihnachtsbaum vom letzten Jahr. Den habe ich schon mal rosa angemalt und ich will noch nicht zu viel verraten, aber es wird ein Geburtstagsbaum werden. Und zwar möchte ich auf meinen alten Weihnachtsbaum Korken kleben und jeder meiner Gäste kriegt im Prinzip einen Kork mit seinem Namen. Den kleben wir dann drauf und da möchte ich gerne, dass wir ein paar Kärtchen austeilen und dass jeder mir einfach ein bisschen was Nettes auf die Karten schreibt. Habe ich euch das nicht schon erzählt? Also manchmal bin ich auch verwirrt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das nächstes Mal mein Projekt werden. Auf jeden Fall. Ich werde euch dann zeigen, wie es geworden ist und werde natürlich auch wieder ein bisschen mit euch zusammenbasteln. Und ja, was plane ich noch für die nächste Zeit? Oh ja, ich denke, Lana, wisst ihr, meine kleine Yorkshire Terrier Hündin, die soll natürlich ein neues Körbchen bekommen, was wir auch ganz, ganz einfach machen. Das ist auch eins der nächsten Projekte. Ja, und dann auf jeden Fall Herbst. Da machen wir was mit kleinen, wie heißen die nochmal? Diese kleinen, ach Gott, jetzt manchmal, ich weiß nicht, geht es euch auch manchmal so? Manchmal fallen mir da die Wörter nicht ein. Wartet mal, ich hole es mal gerade. Fliegenpilze, hier so kleine Pilze. Genau, hier so kleine Pilze. Damit machen wir was? Die sind gehäkelt. Ganz süß, finde ich zumindest. So, mit denen machen wir noch was. Und dann natürlich mit Tannenzapfen und was wir sonst so alles finden. Also, ich muss jetzt zu meiner Mama, muss meiner Tochter gerade Milchreis vorbeibringen, den ich eben gerade gekocht habe. Und meiner Mama und meinem Papa das Geschenk für Horst. Ich zeige es euch nochmal. Und was sage ich immer an der Stelle? Bastelt, bastelt, bastelt. Das macht Spaß. Und ihr habt immer was ganz, ganz Besonderes zum Mitnehmen. Ich wünsche euch wie immer wollige Grüße, flauschige Grüße vom kompletten Wohlhaus-Team. Freue mich aufs nächste Mal und vielleicht ist dann das Wetter nicht ganz so sonnig, dass ich auch mal wieder ein bisschen gucken kann, wenn ich mit euch spreche. Fühlt euch umarmt und gedrückt und bis bald. Eure Coco. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart.